An Farnhagen in Hamburg. Freitag, den 7. Mai 1813. Ich schreibe heute, mein geliebter August, weil ich übermorgen früh nach Breslau reise. In der Linie mag ich nicht bleiben. An Rahl, beim Lübschenbaum, eine Viertelstunde von Hamburg, den 14. Mai, früh um 7 Uhr. Für all deine Liebe, Millionen Dank. Gestern und vorgestern waren Tage des Unglücks für uns. Schreib mir keine Neuigkeiten fürs Erste. Die Wilhelmsburg wurde genommen. Schreibe mir unter der Adresse, er soll sie nicht erbrechen, Liebmann, Meier und Kompanie, für R.R. Unser neu gebildetes Fußvolk großenteils vernichtet. Schicke mir keine Zeitungen mehr. Und was half es uns, dass wir dem Feinde mehr Leute töteten, ersäuften und gefangen nahmen, als wir selber verloren hatten? Nenne keine Namen. Auf die Bürgergarden. Mache Umschreibungen. Konnten wir uns nicht verlassen. Die übrigen Generale sind anderwärts beschäftigt. Besorge nichts. Die Dänen unsicher. Du weißt, ich bin ängstlich. Die Schweden fern. Mehr Nerven habe ich nicht heute. Wir verlassen Hamburg. Ich muss alles besorgen. Wagen, Pässe, alle Genre. Die Trommeln und Sturmglocken hören wir. Die lärmerfüllte, niedergebeugte, mutige Stadt liegt grauenvoll vor meinen Blicken. 4 und einen halben Tag muss ich reisen, mit Fuhre. Liebe Rahl. Guter Wagen. Du bist mein Gedanke. Bei Tag und Nacht. Also adieu. Auch du sprichst, dich zu entfernen? Gott mag uns segnen, schützen. Reine, bewusste Liebe ist so selten. Adieu, dein und dein und überzeugt von dir. Rahl, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 7. Ich bin sehr wirksam. Reinerz, Donnerstag, den 20. Mai 1813. 3 Meilen hinter Glatz, 15 von Breslau, 1,5 von der böhmischen Grenze, 20 von Prag. Lauenburg, Montag, den 31. Mai 1813. Heute sind wir unter den Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden gestellt worden. Hier sitze ich, lieber August. Wir werden wahrscheinlich bald über die Elbe gehen. In einem himmlischen Gebirgskessel, in einem an Bergen angeklebten Badeorte. Um Himmels Willen, überschreib nun alle Briefe an mich unmittelbar. Statt des Ortes setze bloß im Hauptquartier des Generals Tettenborn. So werde ich sie alle bekommen. Wir bleiben hier, bis wir, der Himmel verhüte es für mein geliebtes Land, weiter müssen. Das Unglück von Hamburg jammert mich grenzenlos. Alle Berliner sind in Breslau. Oh, schöner Sommer. Oh, geliebte Rahl. Leb wohl, meine einzig Geliebte. Ewig dein Farnhagen. Prag, Sonntag, den 19. Juni 1813. Lieber August, die Schauspielerin Madame Brede hat mich aufgenommen. Quartier? Nichts ist hier zu bezahlen. Die Stadt voll Landsleute. Tieck ist hier. Goethe kommt her. Schreibe mir nichts Öffentliches. Nur von uns. Einziger Freund. Du bleibst mir Leben. Was sollte ich noch viel auf der Welt ohne dich? Ich danke dir für alle Liebe, lieber August. Bleibe nur mutig und solange ich lebe, meiner gewiss. R.R. Ich habe hier einen Aufruf von König von Preußen Friedrich Wilhelm III. An mein Volk vom 17. März 1813. So wenig für mein treues Volk als für Deutsche bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt. Linda Blümchen im Gespräch mit Wolfgang Kunze. Er spricht von seinem treuen Volk und von den Deutschen. Ja, Friedrich Wilhelm III. War ja König von Preußen. Und gleichzeitig hatte er natürlich auch das Ansinnen, alle deutschen, in Anführungsstriche, Stämme also zusammenzuführen. Dazu gehörten also die Sachsen oder die Thüringer, dann also Mecklenburg-Vorpommern. Oder Deutschland war ja damals nach 1806 immer noch geteilt in zahlreiche Staaten. Und er war König von Preußen, ja, und fühlte sich also auch entsprechend da verantwortlich. Okay. Und von welchem Krieg spricht er, der jetzt beginnt? Was man später in der Geschichte eben als Befreiungskriege bezeichnet, von 1813 bis 1815. Gehört aber historisch gesehen also zu den großen Koalitionskriegen, also die gegen Napoleon, und ist im Grunde genommen also der 7. Koalitionskrieg. Mhm. Ja, aber es ist für die Geschichte, deutsche Geschichte, wird immer als Befreiungskriege dargestellt. Okay, das heißt, Preußen war besetzt von Napoleon? Preußen war französisch besetzt. Er schreibt weiter: Klar liegen sie dem unverblendeten Europa vor Augen. Wir erlagen der Übermacht Frankreichs. Ah ja, da erklärt sich selber. An Rahl in Prag.
Ratiborzitz bei Nachod, den 23. Juni 1813. Gents. Ich habe diesen Ort zu meinem Hauptquartier gewählt, weil ich hier in der Mitte aller großen Verhandlungen sitze. Sie wissen doch, dass jetzt durch eine in der Geschichte wohl einzige Konstellation die vier größten Souveräns von Europa mit ihren Kabinetten, Ministern, Höfen und 6 bis 8 Mal 100.000 Mann Truppen in einem kleinen Strich Landes von einigen 20 Meilen in der Länge und 10 Meilen in der Breite konzentriert sind. Der Friede, der die Hälfte meiner Untertanen mit entriss, gab uns seine Segnungen nicht, denn er schlug uns tiefere Wunden als selbst der Krieg. Das heißt, eigentlich war gerade Ruhe in Preußen. Also 1806 hatte ja Preußen verloren, also diesen Krieg gegen Frankreich. Mhm. Und als Entschädigung musste Preußen Gebiete abtreten und beziehungsweise Zahlungen leisten. In Jitschin, 6 Stunden von hier, hält der Kaiser sich mit Graf Metternich etc. auf. In Opotschna, 3 Stunden von hier, war 8 Tage lang der Zar Alexander mit seinen beiden Schwestern. Dort war auch ich 2 Tage und sah vorgestern den König von Preußen, der zu Mittag mit dem Kaiser speiste. Humboldt war mit mir. Heute, jetzt eben, hat der Kaiser mit uns in Ratiborzitz bei der Herzogin gespeiset und geht eben nach Reichenbach zurück. Ich sah ihn viel. Durch die strengste Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte ich, meinem Volk Erleichterung zu bereiten und den französischen Kaiser endlich zu überzeugen, dass es sein eigener Vorteil sei, Preußen seine Unabhängigkeit zu lassen. Ratiborzitz ist der Zentralversammlungspunkt. Hier haben die ganze vorige Woche Metternich, der Staatskanzler Hardenberg und andere getagt. Hier sind große Dinge getrieben worden. Von der Bewegung, in welcher ich seit einigen Wochen lebe, haben sie keinen Begriff. Und dann am Ende, es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen, für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unseren Wohlstand. Keinen anderen Ausweg gibt es als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem würdet ihr getrost entgegengehen, um der Ehre willen. Weil ehrlos der Preuß und der Deutsche nicht zu leben vermag. War das wirklich der letzte Kampf, der dann darauf folgte, auf dieses Schreiben? Das begann ja erstmal der Befreiungskrieg. Und es war so vorgesehen, dass also der Frühjahrsfeldzug von 1813, das ging dann von April bis etwa Anfang Juni, Ende Mai sagen manche, bis Anfang Juni. Napoleon hat nicht gewonnen, hat aber auch nicht verloren, aber letztendlich war er auch nicht geschlagen in Deutschland. Und der bewilligt also dann einen Friedensvertrag. Und dann kam der Waffenstillstand. 1813. Ich wiederhole Ihnen heute, was ich Ihnen schon vor einigen Jahren schrieb. Ich weiß nicht, ob wir einander noch verstehen, noch füreinander passen werden. Ich bin unendlich alt und schlecht geworden. Sie hingegen scheinen mir noch sehr redlich, sehr frisch, sehr liebevoll. Doch wie dem auch sei, Ihr Brief, Ihre Treue, Ihre Beharrlichkeit, Ihr fester Glaube, das alles rührt mich sehr. Wir werden uns sehen und in Kurzem. Gens. Man muss sich das damals vorstellen, vor über 200 Jahren waren diese Flächen, die jetzt so schön planiert sind und glatt sind und gemäht sind, war ja damals alles Ödland. Heinz Stephan vom Förderkreis 1813 Wartenburg e.V. Die Elbe machte noch mit 2 kleinen Flussläufen hier durch. Das war natürlich für die Franzosen, die hier Wartenburg verteidigt haben, günstig. 1813, bevor das alles losging, war der Teil besetzt von Napoleon? General Bertrand hatte mit 15.000 Franzosen ungefähr Wartenburg besetzt, ja. Aha, okay. Und von der Seite, wo die Elbe ist, kamen die russischen und preußischen Truppen? Die kamen von da. Mhm. Und mussten jetzt ja Wartenburg erobern. Das hieß also, sie mussten dieses Gelände erstmal überwinden und wurden natürlich von den Franzosen auch beschossen. Und dann hat man von Plettin her diesen Durchbruch geschafft. Prag, Sonnabend, den 10. Juli 1813. Vormittags 10 Uhr. Helle, brennende Sonnenhitze. Mein Fenster gegen Morgen. Bei den Franzosen waren ja auch Württemberger, also deutsche Verbündete. Und wir befinden uns ja eigentlich auf Sachsengebiet. Und Sachsen war ja Verbündeter von Napoleon. Die Wartenburger waren eigentlich die Feinde der Preußen. An Farnhagen in Mecklenburg. Mir, weißt du, da ich keinen Stand habe, liegt an dem, was Gesellschaft genannt wird und sich ansteckend und zusammenhängend in Europas Städten wie Pocken umherzieht, nichts. Und so beschleicht mich das Alter, wenn auch nur die Hässlichkeit davon. Wer glaubt es mir, dass ich jung bin? Ich, aber zufrieden. Auguste ist auf der Probe, um heute Abend Ophelia zu spielen.
Sie wohnt nicht mehr auf dem Ring, sondern in der Fleischhackergasse, im zweiten Stock, in sehr geräumigen, guten Zimmern, wovon ich dicht neben ihr das Größte bewohne. Sehr einig, amüsant und angenehm. Sie ist von den wenigen, mit denen man ganz nah familiär sein kann. Ich glaube, auch ich bin ihr nicht unangenehm. Denn unter anderem hat sich wunderbar genug in Prag meine alte Witz- und Scherzlaune wieder zu mir gefunden. Die konnten als normaler Bürger ja nicht mehr unterscheiden, wer Freund und Feind ist, weil sie von jedem ausgebeutet wurden. Als die Preußen da waren, hat man denen Essen und Trinken weggenommen. Als jetzt die Franzosen kamen, hat man denen auch wieder Essen und Trinken weggenommen. Die haben das ja nicht empfunden als Befreier, dass die Preußen jetzt hier, das war für die Krieg und sie haben drunter zu leiden gehabt. Prag, den 16. Juli 1813. Ich bin seit vorgestern hier, habe aber Geschäfte und Verhältnisse vorgefunden, die es mir bisher unmöglich gemacht, sie zu besuchen. An Gens in Prag, Sonntag früh, 7 Uhr, den 18. Juli 1813. 18, eine abscheuliche Zahl. Was soll ich zu meinem Herzen, zu mir selbst, zu meinem Geiste sagen, in dem namenlosen Bewusstsein, dass ich die 11 Jahre hätte müssen unter ihren Augen leben? Morgen spätestens will und muss ich sie auf jeden Fall sehen. Ja, glauben Sie an keine Übertreibung. Sie, Gens, lieben mich nur und alle meine Briefe, wie Sie den entzückten Tasso liebten. Begegneten Sie ihm in jenen Gärten gekürt? Ich bin entzückt, sagte er mit seiner irren Krone. Und sieht rein. Es waltet aber noch ein großes Missverständnis zwischen uns ob, welches nur durch Unterredung gehoben werden kann. Aber unsere Trennung war doch eben solches Unglück für Sie als für mich. Gens. Lebten wir zusammen, so liebten Sie mich nur und könnten nicht ohne mich leben. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, dass Sie mich allerdings benachrichtigen lassen, wenn ich Sie sehen soll. Mein Mädchen weiß immer, wo ich bin und Sie schicken mir, wo ich auch sein mag, gleich einen Wagen, wenn Metternich wieder nach Brandeis fährt, wie gestern. Den ganzen Tag schrieb ich Ihnen gestern. Und anderes, als hier steht. Meine Feder kleckst. Eine Verzweiflung. Fragen Sie doch womöglich Humboldt aus, was er wider mich hat. Wenn man nur erst das weiß. Grüß Sie Gott. Und lenke was für mich. 19. Juli 1813 an Caroline. Die kleine Levi ist hier und Gens hat sie gesehen. Ich habe es so hingehen lassen und werde es auch. Was nie für die Ewigkeit gemacht war, muss man einmal abbrechen. Sie wohnt hier bei einer Schauspielerin. Was sie weiter für Pläne hat, weiß ich nicht. Wilhelm von Humboldt. An Rahl, Beutzenburg, den 22. Juli 1813. In Hamburg geht es entsetzlich zu. Napoleon rechnet darauf, die Stadt nicht zu behalten. Drum verwüstet er sie. Mit Vertilgungsanstalten. Die Erpressungen, Einziehung der Vermögen und Fortschleppungen der Personen nehmen kein Ende. Vorräte nimmt man weg. Die so blühende, fleißige Bevölkerung zerstreut sich im wachsenden Elende. Wer die Waffen ablegt, ist verloren. V. Sie sehen es nun ein, dass ich völlig recht hatte. Ich verstehe keins Ihrer Worte. Wie sollte ich denn? Der innere Sinn, die Empfänglichkeit ist abgestumpft. Sie leben. Ich bin tot. Ziehen Sie nur die Hand nicht immer weg, wenn ich Sie anfasse. Diese Bewegung kommt mir vor wie ein schauderhaftes Sinnbild der Getrenntheit unserer Seelen. So fahren Sie vielleicht oft zusammen, wenn ich Sachen sage, die Ihnen platt, seicht, schlecht erscheinen. Adieu, ich könnte in diesem lamentierenden Ton ganze Bücher schreiben. Es ist gut, dass ich es nicht darf. Gens. An Caroline. An Caroline von Humboldt in Wien. Die kleine Levi hat mich sehr aggressiert. Ist dir das schon geschehen? Mit Freunden, meine ich, denen du ganz treu geblieben bist. Ganz. Allein, was soll man in der Judenmamsell? Der Tod ist es, wenn wir sie nach langen Jahren wiedersehen. Gens versichert zwar noch immer, sie sei die geistreichste Frau auf Erden. Mir hier ist Gens, den ich zweimal gesehen habe. Man muss auch des Geistes entbehren können. Ich bleibe also unerbittlich. Varnhagen ist in diesem Augenblick in Beutzenburg, Tettenborn, als russischer Hauptmann attachiert. Schreibt mir oft und lieb, wann er nur kann. Es ist mein einziger Freund auf dieser Welt.
in keiner Art etwas Beschränktes oder Beschränkendes in unserer Verbindung. Ihr innerstes Wesen ist Wahrheit und Freiheit. Ich kann ihm alles über meine Empfindungen zu ihm und anderen sagen und habe es schon geübt. Als ich nun Gens hier sah, so bat ich den, er möchte doch bei Humboldt zu erfahren suchen, was ich eigentlich verbrochen hätte. Da hat mir der denn zur Antwort gebracht, nicht offiziell, es wäre gar nichts. Vermeiden würde er mich keineswegs, wenn er mich überdies wiedersehe, wäre es auch gut. Er hasse nur, wie immer, mein ganzes Wesen, hielt mich für ein Monstre. Wie Sie gar nicht sind, glaubte Gens, schmeichelnd hinzuzusetzen. Warum sagen Sie mir nicht alles, was Sie denken? Bei mir fände gewiss jedes Wort eine gute Stadt. Ich halte Sie ja für so geistreich, so sinnreich und so liebenswürdig, dass, wenn es Ihnen je widerfahren könnte, etwas Falsches zu sagen, ich es gar nicht einmal bemerken würde. Ich würde eine tiefere Bedeutung hineinlegen. Es ist mir unbegreiflich, wie eine so gewandte und weltkluge Person sich über ihre Stellung gegen einen anderen so irren kann. Ich würde Sie bis zur Verliebtheit lieben, wenn Sie mich nicht durch Ihre ewigen Verlegenheiten gewaltsam zurückstießen. Geh. An Caroline, 9. August 1813. Du weißt, dass die Levi einmal in Gens verliebt war. Das hat wieder angefangen. Und sie schreibt ihm die rührendsten Briefe, die ihn sehr quälen. Denn er macht sich im Grunde, wie er auch sie im Sprechen vergöttert, nichts aus ihr. Und sie hat nichts davon als die großen Worte, die sie nicht hört. An Rahl in Prag. Jetzt habe ich ihren Brief gelesen. Und welch einen Brief. Die größte Erscheinung meines Lebens habe ich nicht begriffen. Ich bin ja in den Ketten der Welt so schmählich befangen, dass nicht bloß Freiheit, sondern Mut, nach ihr zu streben, mir abgeht. Und doch ist ein gutes Haar immer noch an mir. Seine Milde und sein Mitleid mit allem Unglück seiner Freunde und seine Schwäche und egoistische Furchtsamkeit davon abzuhelfen, im Kampf miteinander zu sehen, ist eine überaus komische Sache. Denn ich fühle den überschwänglichen Wert einer solchen Zuneigung, wie die ihrige ist. Bin ungeheuer davon geschmeichelt, leide wenigstens, indem ich fühle, wie solche Süßigkeiten den Weg in mein vertrocknetes Herz suchen. Leben Sie wohl nach der herrlichen Tat, die Sie ausführten, indem Sie mir diesen Brief schrieben, der eine Revolution in mir hervorbringen müsste, wenn die Beweglichkeit nicht verloren wäre. Mit so vielem anderen. Gens. An Farnhagen in Mecklenburg. Donnerstag, noch immer in Prag, den 2. September 1813. Von unserem Schrecken, von den Nachrichten, echten und falschen, Anblicken und Anstalten, kein Wort. Kurz, es ist Krieg zu sehen. Auch hierüber kein Wort, weil man jetzt nicht weiß, in wessen Hände ein Brief fällt. Russen führten ihn, man glaubt, nach ihrem Lande. Und du? Du! Seit dem 31. Juli keine Nachricht von euch. Das ist nichts Guts. Wo seid ihr? Endlich habe ich mich entschlossen, Gens diesen Brief an den General zu geben. Die Soldaten waren wirklich die ärmsten Schweine. Die mussten ja sehen, sie hatten kaum eine vernünftige Ausrüstung. Und es war ja auch ein anderer Drill, als wie wir ihn kennen von den Armeen, die denn jetzt in den letzten Jahrzehnten. Da wurde eben der Befehl erteilt und dann musste der gemeine Soldat losmarschieren. Da ging es nicht um dass der eine umgeschossen wurde und der Nachbar daneben. Und wie gesagt, die Verletzungen waren ja das Problem. Mhm. Die Stichverletzungen mit dem Bajonett oder mit dem Säbel, da war der halbe Arm ab. Ja, Wundbrand drin, der ist dann jämmerlich an der Verletzung gestorben. An Caroline von Humboldt in Wien. Teure Freundin, eine Bitte soll hier stehen. Du musst, du kannst durch deinen Einfluss, durch deine ausgebreitete Bekanntschaft und dein Gewicht in Wien bei den Damen eine Einsammlung schnell bewirken. Mit all deinen Kräften. Geliebte Rahl, durch Mendelssohn Bartholdy sende ich dir 764 Gulden, 45 Stück Dukaten und 9 Konventionsgeld für deine armen Verwundeten. Auf den Straßen, im Kot liegen unsere, der Alliierten alle, Verwundete umher. Die Stadt tut, was sie vermag an Geben und Tun. Oh Gott, wir leben in einem furchtbaren Moment.
Und vielleicht haben schon wieder Tausende geblutet. Ärzte, Hebammen, Judenmädel, die man besonders lobt und nennt, verbinden auf den Wagen, die sie bringen in den Straßen. Wenn ich selbst nicht so sehr beschränkt wäre, so bliebe ich nicht hier, sondern ginge nach Berlin oder Prag, um die Verwundeten mitzupflegen. Zu 100 solcher Wagen stehen hintereinander. Man kann nicht gehen. Aber die vielen Kinder machen für mich aus einer Reise ein kleines Kapital. Wir schicken Essen, Wäsche, was wir vermögen. Diese Menschen waren das Bollwerk mit ihren Leibern dieser, eurer Provinz. Schickt, ich bitte euch. Von wem du hörst, was du hörst, schreib nur eine Zeile. Lass doch deine Damen einen Hut weniger haben. Wir sparen uns alles ab. Ich lebe wie in einem Fieber. Deine Caroline. Erzeige mir die Ehre und schicke mir das Gesammelte. Und bald. Das war ja kein Kinderspaziergang. Ja. Das waren grauenhafte Gefechte und grauenhafte Tage, also für die einzelnen Soldaten. Ja. Ich habe mal Schlachtdarstellungen in Dennewitz mitgemacht. Da war ein Biwak aufgebaut. Da haben also Ärzte das nachgespielt. Oder da standen die wirklich da mit der Säge und haben versucht, dann jemanden ein Bein zu amputieren, ja, oder einen Arm. Damit man auch mal eine grauenhafte Vorstellung hat. An Farnhagen in Mecklenburg. Wir haben nach der Affäre von Dresden hier unendliche Verwundete. Von den drei und der feindlichen Nation. Diese Jammersöhne lagen vorige Woche auf Wagen in den engen Gassen gedrängt und teils in den Straßen selbst unter Platzregen da. Die Einwohner taten wie in biblischen Zeiten alles. Vorgestern schickte mir Caroline 130 Gulden. Nun kaufe ich Hemden, Socken, lasse kochen, schieße reicheren Verwundeten vor. Kurz, bei mir ist ein kleines Büro. Meine intimen Frauen helfen mir wie Engel. Ich habe eine Menge Leute an der Hand, von jeder Klasse. Und gestern geht die Tür auf und Marwitz steht da. Weiter nichts. Den Arm in einer Binde. Kurz, er lebt, ist der Alte, ist gesund, hat 8 Wunden. Wie ist das passiert, die Verletzung und der Weg nach Prag? Durch die Aufhebung des Waffenstillstands kam es dann wieder zu kriegerischen Handlungen. Auf französischer Seite kämpften ja auch die polnischen Truppen. Und die waren hier vorgerückt in Richtung Wittenberg und sollten Wittenberg also unterstützen. Wittenberg war französische Festung. Und in diesem Zusammenhang kam es am 21. August zu einem Gefecht in der Nähe von, man schreibt nur mal Kosbeck, aber es war in Boesdorf. Und da sind die aufeinander geraten. Also die russischen Truppen, da war nämlich von der Marwitz mit dabei, bei Tschernitschew. Und er ist dort in Gefangenschaft geraten. Sein Pferd fiel auf ihn und quetschte ihn. Polen fielen über ihn, gaben ihm Kolbenstöße, wovon ihm der Degen entsank. Ein anderer nahm ihn und gab ihm 3 Hiebe in Hand und Arm. Einer einen Lanzenstich, ein anderer setzte ihm das Gewehr vor den Kopf, schoss ab, aber es ging nicht. Der Obrist der Polen kam und rettete ihm das Leben. Gefangen war er, aber er ist durch 1000 Aventüren entkommen und kommt hierher. Einen zerrissenen Bauernkittel hat er an. Also wohnt er bei uns und ist bei mir. Eben tritt Dora herein. Ich habe ihm müssen die Stiefel anziehen und die Hand waschen. Und dann war der historische Übergang hier am 3. Oktober in Wartenburg. Auf dem Hauptquartier in Jessen. Schrieb nach heiligen Ermessen Vater Blücher den Befehl. Morgen früh soll Jörg marschieren über beide Festung führen sein Armeekorps ohne Fehl. Darauf schlug man nach 2 Brücken, dass man konnte überrücken zum Verjagen von den Feind, der auf Warten. Russische Truppen waren sehr wichtig, die haben nämlich die ganzen Pontonbrücken haben die geschleppt und in ihren Wagen hierher gefahren und letztendlich musste das immer zu Fuß gelaufen werden. Ach. Das ist 15 Uhr. Jetzt kommt der Preußen. Ja. An Markus. Sonnabend, Prag, den 23. Oktober 1813. Jetzt wussten die Franzosen Bescheid in Rottenburg. Jetzt kommen sie. Vorgestern, nach der Siegesnachricht, schrieb ich euch. Ich bin noch betorkelt. Die Spannung, die Angst für Berlin und meine Schwäche vorher war zu groß.
Heute hieß es, Napoleon sei gefangen. Da besoffen sich die Menschen provisorisch, aber es ist noch nichts. Ohne Wartenburg kein Leipzig. Also wenn dieser historische Übergang also nicht funktioniert hätte, nicht geklappt hätte, wäre wahrscheinlich das zur großen Völkerschlacht in Leipzig nicht gekommen. Ja. An einen französischen Kriegsgefangenen in Prag. Prag, den 7. September 1813. Monsieur. Monsieur. Ce n'est pas une Française, qui vous fait ce petit paquet. Es ist eine Preußin, die den Krieg verabscheut und all seine Opfer beklagt. Ich bin Berlinerin und kenne sehr wohl den Befehl, den ihre Truppen erhalten hatten, unsere Stadt zu zerstören, falls ihnen der Sieg zufallen sollte, wie Gott ihn für diesmal uns geschickt hat. Sachez, Monsieur. Il y a beaucoup de mes compatriotes Sachez, monsieur, qui ne détestent la guerre. De mes compatriotes qui ne détestent que la guerre. Sie sollen auch wissen, mein Herr, dass viele meiner Landsleute den Krieg nichts als verabscheuen und einzig danach streben, die Übel zu mildern, die er verursacht. Qu'une bonne et prompte paix vous ramène dans votre patrie. Auf dass ein guter und rascher Frieden sie in ihre Heimat zurückführen möge. Prag, ce 7 septembre 1813. An Farnhagen in Holstein. An Caroline von Humboldt in Wien. Gestern Morgen ist Gens nach Frankfurt abgereist. Vorgestern früh ist Gens abgereist. Als er Abschied von mir nahm, bat er mich um Vergebung. Zwei Tage vor seiner Abreise nahm er Abschied bei mir und sagte beim Weggehen, verzeihen Sie mir alles, was ich Ihnen hier getan Für habe. Für alles, was er mir hier getan hat. Ohne alle Veranlassung. Und ich sollte ihm gut bleiben. Wir sprachen von nichts Persönlichem. Ich lächelte und lachte halb und sagte, mein Lächeln war beinahe ein Lachen. Daran sei ihm ja gar nichts gelegen. Hast du davon eine Idee? Zu wissen, dass man einen schlecht behandelt hat und hoffen, er wird es vergeben? Darin aber, dass ich ihm vergeben, hat er sich geirrt. Ich schrieb ihm einen vortrefflichen Brief, den ihm sein Kammerdiener im ersten Nachtlager abgeben soll. Das schrieb ich ihm auch. Also gestern Abend. In welchem ich ihm sage, lieber würde ich ihn, kluger, weil ich ihn geliebt hätte. Sie wissen selbst, dass man nicht vergeben kann. So ist's auch und bleibt's. Wohl aber wieder lieben muss, wo man einmal lieben konnte, etc. Zetschowitz, 8 Meilen von Prag, den 5. Dezember 1813. Mein Kammerdiener hat mir Ihren Brief nicht gestern, auch nicht gestern Abend, dies vermutlich aus Vergessenheit, sondern erst diesen Morgen, jetzt eben, da ich mich in einer Viertelstunde in den Wagen setzen soll, übergeben. Hätte ich ihn gestern Abend gehabt, so würde ich Ihnen vielleicht viel und vielleicht doch manches Gute geschrieben haben. Es war ein sehr schöner Brief, den er auch nicht verstehen wird, wie ich ihn verstehe, aber... Jetzt bleibt mir nichts, als Ihnen zu sagen, dass ich Ihren Brief besitze. Ich habe ihn aus Bedürfnis geschrieben. Ihn wahr, falsch, aufheiternd, niederschlagend, sanft, und grausam, gerecht und ungerecht, kurz, alle Extreme zugleich finde, doch sehr geschmeichelt bin. Ich will damit gerechtfertigt wissen, die Möglichkeit der Behandlung, die ich auch nun für ihn im Herzen trage. Ihn beantworten, ich denke, gründlich beantworten und nie aufhören werde, den höchsten Wert auf das Interesse, das Sie an mir nehmen, zu legen. Mich dünkt immer, wenn ich jemanden nicht mehr liebe wie sonst, ihm nichts zutraue, so ist die ganze Rache in Erfüllung. Ich habe ihm alles genommen, alles angetan. Liebes Kind, für Gens habe ich keinen Sinn. Siehst du, dass Gens nicht so dumm im Herzen ist? Nein, ich habe ihn nie geliebt, was wir Lieben nennen. Aber ich habe ihn in vielem bewundert. Seine Eleganz zum Beispiel, weil sie mir aus der ewigen Quelle nie getrübter Wahrheit zu rinnen schien. Dass er meinen Brief sehr gut zu beurteilen wusste. Das Weitere sollen Sie vernehmen, wenn ich imstande bin zu schreiben. Er wird immer großen Wert auf das Interesse. Vielleicht noch Interesse von irgendeinem legen, Punkt meiner Reise her. Welches ich an ihm nehme. Gens. Interesse nennt der galante Notenverfertiger die Liebe, die ich ihm ausgedrückt habe. Er wird mir von irgendeinem Punkt seiner Reise schreiben. Mitnichten. Und wenn er mit Reise Lebensreise meinte. August, dass ich nicht wusste, wie viel du mir bist, welchen Teil meines Lebens du ausmachst, bis jetzt, da ich dich tot oder tödlich verwundet glaube.
Seit Trier habe ich keine Zeile von dir. Von dir? In den Zeitungen von Nürnberg stand, General Tettenborn sei leicht und sein Adjutant schwer verwundet. Nein, schrei ich und lauf hinaus. Ich will es nicht wissen. Auguste schreibt mir nach. Es ist nur Marwitz. Nur? Fühlst du den Jammer? Die Not? Nur Marwitz. Und doch war ich glücklich. Oh Gott, welche Opfer soll ich bringen, wenn ich einen Brief von dir habe? Deine Rahl. An Rahl in Prag. Villeneuve-le-Roi, Ostersonntag, den 10. April 1814. So ist denn nun das Herrlichste erschienen, was wir wünschen und kaum erwarten konnten. Frankreich ist frei. Die Völker und Fürsten versöhnt. Die Revolution beschlossen, mit dem, was ihr anfangen wollte und im Getümmel der Parteien nicht erreichen konnte. Die Fürsten sprechen jetzt alle wie Mitglieder der Nationalversammlung vom Jahre 1790. Sie wollen die Freiheit der Völker. Die Völker das Ansehen der Fürsten. Frankreich, Spanien, Holland, Sizilien haben edle, freie Staatsverfassungen errungen. Preußen wird sie begehren. Und in Russland wird der üppig genährte Keim dazu künftiger Reife entgegenwachsen. Der Himmel helfe uns Deutschen zu einem guten Zustande und reife uns durch seine Gnade, wie bisher durch seinen Zorn. Bonaparte geht nach der Insel Elba mit 6 Millionen Einkünften. Der Strom von Tränen, den er vergoss, als er seine Entsetzung als gewiss vernahm, hat mich tief im Innersten bewegt. Das Menschliche behauptete sein Recht. Er hätte gern noch Paris und Frankreich und das ganze Heer in seinen Untergang mitgezogen. Die Fäden rissen ab, und er sank allein. Die Grüfte, die Kerker öffnen sich. Menschen und Gedanken, die man verloren glaubte, strömen hervor. Lieber Engel, nun bin ich erlöst. Gestern war Posttag und dein Brief kam. An Farnhagen nach Teplitz. Prag, Donnerstag, den 30. Juni 1814. Mündlich, gnädiger Gott, bald alles. Ich komme Sonnabend bei Zeiten in Teplitz an. Rahl, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 7. Ich bin sehr wirksam. Mit Inka Löwendorf, Dagmar Manzel, Max von Pufendorf, David Striesow, Robert Galinowski, Konstanze Becker sowie Linda Blümchen im Gespräch mit Heinz Stephan und Wolfgang Kunze. Akkordeon Eva Zöllner. Komposition und Klavier Dietrich Eichmann. Ton und Technik Nikolaus Löwe. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021. Ein Podcast von RBB Kultur.